Ja, der Apfel bei Adam und Eva. Wahrscheinlich wirklich auch das Symbol eines gesünderen Lebens. Und auch des Wissens von Gut und Böse, ne? Also die Guten ins Gröpfchen und die Schlechten ins Töpfchen oder so ähnlich, ne? Ja. Ja, fade Geschichte. Natürlich wäre die Unterhaltung zu Hause auch viel besser, weil als Liebe und Sex. Weil wenn zuerst der Sündenfall eintreten müsste, das wäre natürlich schlecht, ne? Und auch äußerst fad, ne? Ja. Schaut man doch lieber einen Porno, als dass man die Liebe eingeht, ne? Das ist natürlich manchmal auch besser so, ne? Weil zuerst der Sündenfall würde natürlich nicht gehen.